seit jetzt 3,5 Jahren verantwortlich für die Mannschaft. Der Innenverteidiger schickt da direkt mal Tossard auf der linken Seite. Und dann der Fehlpass und die Möglichkeit vielleicht über Okunuki umzuschalten. Aber der hat keine Anspielstation. Und der andere Linksverteidiger, Tim Handwerker, zieht sich da dann immer wieder in die Mitte rein, um eben im Zentrum Überzahl zu schaffen. Guter Flügelwechsel da jetzt auf Okunuki. Handwerker mit der ersten Flanke. Und der Ball rein. Partey nimmt die Kugel dann raus und dann Saka, der unter Druck gesetzt. Das eigene Spiel versuchen, so gut es geht, aufzuziehen. Das erwartet Trainer Christian Fjell, dass sich das Team nicht versteckt. Gefordert, hier auch mit nach hinten zu arbeiten. Gut aufgepasst da von Brown, der dazwischen geht. Und jetzt vielleicht wieder die Möglichkeit. Okunuki auf der linken Seite. Geht jetzt mal mit dem Ball ein bisschen raus auf den Flügel. Muss dann aber auch wieder abdrehen, auch da. Hayashi zieht sich da mal gut durch. Gegen Kivior, Ball dann raus auf den anderen Japaner. Okunuki mit dem Steckpass versucht auf Mats Müller-Deli in den Strafraum rein. Aber gebrochen haben da natürlich auch noch der Hinweis, dass der Doppeltorschütze aus dem letzten Jahr, Gabriel Jesus, ebenfalls mit dabei ist. Und vielleicht auch hier. Zu schnell, aber hier jetzt der Ballverlust. Okunuki mit der Grätsche da ein bisschen ins Leere. In die Mitte gezogen. Und hat letztlich Christian Martinha mit einem platzierten Schuss keine Chance gelassen. Der FCN wartet hier noch auf die erste ganz, ganz große Chance. 2020 haben sie sich da zum alleinigen Rekordhalter wieder gemacht. 14 Titel geholt. Und jetzt gibt es hier noch mal einen letzten Freistoß im ersten Durchgang. Ich würde fast sagen, final ist es sogar das Ausweichen. Okay, also da sind wir sehr gespannt. Jetzt Achtung, die Möglichkeit. Ja. Und da ist es! Der Ausgleich für den ersten FC Nürnberg. 62. Spielminute, da wird es hier richtig laut im Stadion. So kann es auch gehen. Da passt die Hintermannschaft des FC Arsenal einen Moment nicht auf. Und dann ertönt hier die Tormusik und Christian Fjell und seine Mannschaft können sich freuen über das 1:1. Ja, das Ding drehen wir noch. Das schauen wir gerne noch mal drauf. Hier steht 1:1. Und das in der zweiten Halbzeit gar nicht mal so unverdient. Nee, gar nicht. Gute Verlagerung von Geis. Personell aufteilen wird. Nächster guter Ball. Johannes Geis. Schöner Flügelwechsel da auf Okunuki. Kriegt er den noch? Langer Ball. Hat den Ball noch vor der Torauslinie. Im 1 gegen 1 gegen Cedric. Nimmt Handwerker mit, der aufgerückt ist. Auch der im 1 gegen 1 gegen den eingewechselten